Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Update zu den gestrigen Impfstoffnachrichten von Pfizer und BioNTech. Es gab unerwartete Nachrichten, extremen Optimismus unter den Anlegern, weil man hofft, dass das schreckliche Jahr 2020 ein Ende nehmen könnte. Entsprechend stark war die Marktreaktion, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das schauen wir uns gleich mal ein bisschen an. Und bevor es losgeht, kurze Einleitung. Mein Name ist Max Winke und bevor wir jetzt hier starten, muss ich nochmal auf den Risikohinweis eingehen. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollen Sie sich natürlich bewusst sein und ich betone an dieser Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, kommen wir direkt zu den Nachrichten. Was wissen wir? Was war letztendlich gestern die Schlagzeile, die für unglaubliche Bewegungen an den Märkten gesorgt hat? So, es gibt einen potenziellen Impfstoffkandidaten oder einer der vielen potenziellen Impfstoffkandidaten hat eben bei einer breit angelegten Studie positive Ergebnisse gezeigt. Es handelt sich um die beiden Unternehmen Pfizer und BioNTech. Und der Corona-Impfstoffkandidat, der ist in der dritten Phase der klinischen Studien und diese Studien haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Hier gibt es die Aufzählung oder die Liste der wichtigsten Faktoren. Wir sehen also, dass es eine breit angelegte Studie war mit über 40.000 Teilnehmern. Es wurde ein Impfstoffkandidaten Placebo verabreicht und was natürlich hier besonders hervorzuheben ist, ist, dass der Impfstoff 90% Effizienz bei der Prävention von Covid-19 zeigt. Geplant sind 50 Millionen Dosen allein in diesem Jahr. Was aber noch viel, viel interessanter ist, ist, dass für das nächste Jahr insgesamt 1,3 Milliarden Dosen geplant sind. In solchen Umfang soll produziert werden und die beiden Unternehmen haben sich natürlich auch an die US-Regulierungsbehörde gewandt mit der Bitte um eine Notzulassung. Das heißt, die Anleger hatten hier sehr starke Hoffnung, dass man vielleicht nicht in den nächsten Wochen, aber vielleicht in den nächsten Monaten oder auch im Jahr 2021 oder 2022 letztendlich wieder zur Normalität zurückkehren kann. Das ist natürlich ein langer Weg, aber das hat letztendlich hier die Märkte deutlich bewegt. So. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder mal positive Schlagzeilen rund um mögliche Impfstoffe und Corona-Medikamente. Es ist natürlich auch gesund, eine weitere Skepsis zu haben. Wir wissen natürlich noch nicht, ob das jetzt der Gamechanger sein wird. Das ist noch nicht zu 100% klar, aber die Chancen stehen natürlich ganz gut, dass wir hier eben einen Kandidaten haben, der sich möglicherweise durchsetzen kann. Und während die Daten der dritten Stufe vielversprechend sind, müssen natürlich noch einige Hürden genommen werden. Das heißt, ob wir letztendlich hier den Impfstoff haben, der die Welt rettet, das können wir eben noch nicht genau sagen. Wir haben natürlich auch eine große Konkurrenz unter den Unternehmen. Und da haben wir beispielsweise auch nochmal einen Kommentar von Dr. Fossi, dem US-Immunologen, der gesagt hatte, dass Moderna auch ähnliche Ergebnisse erzielt hat und Ende des Monats soll es hier eben nochmal ein paar weitere Details geben. So, welche Auswirkungen hat das natürlich jetzt auf die Wirtschaft? Ist das der Lichtblick am Ende des Tunnels? Das ist eben die ganz große Frage und wir wollen eben letztendlich wissen, was das für das wirtschaftliche Leben hat. Also der Impfstoff, der bietet natürlich eine vollständige Rückkehr zur Normalität, zumindest zu einem gewissen Grad. Ja, das heißt nicht, dass wir in den nächsten Wochen wieder alles normalisiert in den nächsten Wochen, aber wir sprechen über das nächste Jahr, wir sprechen auch möglicherweise über das Jahr 2022. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass wir immer wieder Ausbrüche erleben. Deswegen schließe ich es auch nicht aus oder viele schließen es nicht aus, dass wir möglicherweise auch im nächsten Jahr vielleicht nochmal einen dritten oder vierten Lockdown bekommen, je nachdem, wie sich die Pandemiesituation eben entwickelt. Und das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das jetzt nicht die Lösung ist, die jetzt sozusagen auf einmal alles lösen wird. Und das, womit die Regierung natürlich zu kämpfen hat, ist, dass man eben versucht, die Pandemie weiter
oder die Ausbreitung weiter unter Kontrolle zu bringen oder das zumindest zu verlangsamen, bis man eben einen Impfstoff hat, der entsprechend auch genutzt werden kann. So, kurzfristig könnte es sogar noch mehr Lockdowns geben. Also das ist einfach das Risiko, womit man es eben hier zu tun hat. Das heißt, wir müssen natürlich einerseits schauen, dass das Virus sich nicht so stark verbreitet, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet sind. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht, dass die Wirtschaft zu stark eingeschränkt ist, weil das eben, wie wir das im Frühjahr gesehen haben, natürlich verheerende Folgen hat. Also die Regierung hat hier eine extrem schwierige Aufgabe, die sie ja handeln muss. Und was natürlich wichtig ist, dass die Geldkosten niedrig bleiben müssen. Also die Zinsen müssen sehr niedrig bleiben, weil die Regierung eben sonst nicht in der Lage sind, die Schulden letztendlich zu bedienen. So, Gewinner und Verlierer. Das ist natürlich ganz klar, dass einige Aktien oder Sektoren deutlich besser performen aufgrund dieser neuen Situation, den neuen Nachrichten. Was aber vor allem auffällt, ist, dass die am meisten getroffenen Märkte der Old Economy, also die getroffenen Märkte im Frühjahr, das sind jetzt diejenigen, die sich nach den Impfstoffnachrichten deutlich erholen können. Das heißt, wir haben ein Comeback für die Old Economy. Also man unterscheidet immer zwischen New Economy und Old Economy. Die New Economy sind beispielsweise die Tech-Werte. Jeder kennt natürlich Zoom, das Unternehmen, das die Software herstellt oder ja herstellt für die Videokonferenzen. Das wäre ein klassisches Beispiel für New Economy, und bei der Old Economy sprechen wir eben von klassischen Werten, ja, beispielsweise ja, Flugindustrie oder ähnliches. So, gehe ich gleich auch nochmal kurz darauf ein, aber wir sehen jetzt erstmal in der ersten Grafik, dass letztendlich die ja die Old Economy die größten Gewinner sind. Wir sehen hier oben rechts beispielsweise WTI und Brent, also die Ölindustrie, letztendlich starker Profiteur, und wir haben eben auch interessanterweise die Indizes, vor allem aus Europa, ja, der spanische Index, der französische Index und auch die Schwellenländerwährung. Die großen Verlierer sind letztendlich Werte wie beispielsweise der Silberpreis, Goldpreis, ja, das ist letztendlich, wir haben also hier so eine Rotation zugunsten der Old Economy. Also schauen wir nochmal vielleicht ein bisschen Detail auf die Werte, und das ist vielleicht eben auch interessant für Sie, weil das, was wir gerade sehen, diese Rotation könnte vielleicht für eine gewisse Zeit noch anhalten. Also die Indizes, also vor allem auch der Russell 2000, haben wir eine sehr schöne Outperformance gesehen gegenüber den anderen Indizes. Das heißt, sehr schöne Erholung haben wir hier gesehen. Verlierer bei den Indizes sind eben die Tech-Werte, der Nasdaq, bei uns der US 100 oder eben auch der südkoreanische Index, der KOSPI 200, der auch viele Tech-Werte enthält. Ja, das heißt, das sind letztendlich hier die großen Verlierer. Rohstoffe, Brent und WTI aufgrund der besseren Nachfrageaussichten. Das ist aber auch immer im Zusammenhang zu sehen mit Beschränkungen, die eben aufgehoben werden müssen. Ja, aber es gibt ja immer eine gewisse Erwartungshaltung, und an den Märkten handelt man eben auch immer die Zukunft. Rohstoffe, Gold und Silber sind natürlich die großen Verlierer aufgrund des geringen Risikos. Wir haben höhere Anleiherenditen. Das heißt, wenn die Anleiherenditen wieder hochgehen, dann wird Gold und Silber weniger attraktiv, weil das eben ja, wieder eine mögliche Alternative ist, wo man sein Geld reinstecken kann. Und ja, ansonsten müssen wir noch den Devisenmarkt berücksichtigen. Großen Gewinner, Schwellenländerwährung, brasilianischer Real, mexikanischer Peso, der südafrikanische Rand oder auch der polnische Zloty, weil es eben hier mehr Abflüsse gibt aus den sicheren Häfen. Ja, das heißt, der japanische Yen und der Schweizer Franken, die sind eben hier vielleicht weniger attraktiv und weniger nachgefragt, und dementsprechend Schwellenländerwährung könnte interessant sein. Und EMIS, mehr Aktivität, höhere Emissionen, also auch das Emissionszertifikat kann man durchaus auch mal beobachten. So, Einzelaktien, da müssen wir natürlich auch noch mal kurz drüber reden. Es gibt auch hier ganz klare Gewinner und Verlierer.
Grundsätzlich kann man das eben hier auch ganz gut aufteilen. Ich habe hier einfach mal so ein paar Beispiele. Also die größte Kinokette der Welt beispielsweise, bei einem hat man einen Anstieg von 60%. Catering-Unternehmen, Hersteller von Flugzeug, Triebwerk Rolls-Royce. Wir haben Park Hotels und Resorts, also das ist ein Retail Estate Investment Trust, der in Hotels und Resorts investiert. Knapp 40% an einem Tag. Also wir sehen eben, dass letztendlich hier die Old Economy deutlich aufholen kann und der Fokus sich eben hier wieder in Richtung dieser Werte zu verändern scheint. Auf der anderen Seite Verlierer, ein Relief Therapeutics, das Unternehmen forscht an dem Medikament oder an dem Medikament Viptetil. Das heißt, das ist ein Medikament für schwer kranke und intubierte Covid-19-Patienten oder soll eben den Patienten helfen. Ja, wir sehen hier also ein Verlierer, Online Einzelhändler, Overstock, Peloton, der Hersteller von Fitnessgeräten und über Übungsplattformen und Zoom auch mit 16% minus gewesen. Netflix gibt nach, weil die Leute vielleicht ja wieder etwas ja an ihrer Arbeitsweise ändern könnten, dass vielleicht, wenn die Wirtschaft wieder öffnet, dass man wieder die Arbeit aufnehmen kann, wieder ins Büro geht und so weiter und so fort. Also hier gibt es eben starke Ausschläge sowohl nach oben und nach unten und mit diesen neuen Nachrichten hat sich eben hier möglicherweise grundsätzlich etwas verändert. Ja, das heißt, man kann eben gucken, dass man vielleicht auch mal Einzelaktien sich rauspickt oder vielleicht auch für den kurzfristigen Handel nutzt, wenn es eben solche starken Bewegungen gibt. Und es ist damit zu rechnen, dass diese Entwicklung, die wir gerade sehen, vielleicht auch noch ja einige Zeit anhalten könnte. So, woran sollte man denken? Das ist nicht der Tiefpunkt der BES. Auch mal der Hinweis darauf, wo wir aktuell stehen im Vergleich zu dem zu den Niveaus von vor 1 oder 2 Jahren. Der S&P 500 notiert 30% über dem Niveau oder höher als vor 2 Jahren und 70% höher als vor einem Jahr. Beim DAX sind das 15% über dem Niveau von vor 2 Jahren und etwa auf dem Niveau vor einem Jahr. Und das sind letztendlich keine niedrigen Niveaus. Also wir haben, hätte es keine Pandemie gegeben, dann bräuchten wir auch keinen Impfstoff oder es wäre kein Impfstoff notwendig. Und wenn man sich mal überlegt, wo wir jetzt eben stehen oder dass die Situation ja momentan eigentlich schlechter sein sollte, dann ja, gibt es natürlich auch gewisse Zweifel an diesen hohen Bewertungen, gerade bei den Tech-Werten, die eine unglaubliche Outperformance hatten und letztendlich, ich sag mal in Anführungszeichen, die Corona-Profiteure waren. Also möglicherweise haben wir hier eine mit dieser neuen Entwicklung der Rotation etwas Grundlegendes verändert am Markt und das könnte letztendlich auch ja noch eine Weile so weitergehen. Das heißt, hier schauen wir nochmal auf das Value Growth Ratio vom S&P 500, extrem niedrig. Letztendlich gibt es weniger Spielraum vielleicht für weitere starke Rallyes. Und das heißt, man könnte sich eben wieder, und das wäre eine mögliche Strategie, dass man sich wieder mehr auf den Kauf von Value-Aktien konzentriert und vielleicht auch bei dem einen oder anderen Index vielleicht auch mal Short-Position wagt, insbesondere ja, bei Werten der New Economy. Das vielleicht eher für den kurzfristigen Handel, aber wir sehen, Value-Aktien gewinnen eben wieder deutlich an Attraktivität seit dem gestrigen Handelstag. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir viel Erfolg bei den nächsten Trades und ich werde mich in kürzester Zeit wieder mit einem weiteren Webinar melden. Die Marktanalyse mit Max, schauen Sie gerne mal rein auf unserer, ja, entweder Anmeldung ist kostenfrei natürlich oder wer es verpasst hat, der kann sich das Ganze auch nochmal auf unserem YouTube-Channel XTB Deutschland anschauen. So, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.